Und somit, liebe Leute, ein Willkommen hier zu Chernobyl Light von den Entwicklern TFarm 51. Ich habe euch mal das Spiel und alles in die Videobeschreibung geklatscht, falls ihr auch Interesse an dem Spiel habt. Ja, Chernobyl, natürlich die Atomkatastrophe, werden wir heute spielen. Eine kleine Story-Geschichte bzw. ein kleines Survival-Game. Und ich würde nicht lange rumschnacken und direkt neues Spiel beginnen. Und ich würde sagen, wir machen alles erstmal auf Medium, oder? Genau, ich will ein neues Game starten und Abfahrt, würde ich sagen, direkt. So, gut. Ja, der Farm 51. Bin ich gespannt, was uns hier so erwarten wird, Leute. Viel Spaß. Igor Kiminuk as my wedded husband, and I promise you love, honor, and respect, to be faithful to you and not to forsake you until death do us part. Holy shit. Ein bisschen creepy auch, ey, muss ich sagen. Ah, gut. Ja, wir sind anscheinend Igor, so wie ich das mitbekommen habe aus dem Intro, und müssen seine Ehefrau finden, oder was? Habe ich das richtig verstanden? Naja, auf jeden Fall. Ich lasse mich hier mal überraschen. Wie gesagt, es ist für mich völlig, wie gesagt, ich habe es noch nie angespielt, völlig blind, und bin gespannt, was uns hier so erwarten wird, Leute. Ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen gespannt mit mir hier und ja, seid hier dabei auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist der Ladebildschirm, kann das sein? Bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, das ist der Ladebildschirm tatsächlich. Aber es ist schon so, ne, Leute, muss ich schon sagen, es hat schon die Ähnlichkeiten hier, die Stadt gerade, ne? Ist halt Tscherno, ne? Tschernobyl. Richtig krank. Okay. Hey, Stalkers. Ja, es ist Tutorial, dies, das, Ananas. Könnt ihr euch gerne durchlesen und stoppen, wenn ihr das möchtet. Okay. Okay, das ist die Frau. Okay. Okay. Also, wir sind Igor. Und unsere Ehefrau Tatjana. Okay, Leute, ganz kurz. Ich muss ganz kurz unterbrechen. Es tut mir leid. Ich mach kurz ein bisschen die Sprache lauter, ne? Weil das, ich glaube, sonst hört man nichts. Okay, bleibt unten. Ja, das ist der Kernreaktor, der hochgegangen ist anscheinend. Oh shit. Миша, мы не сможем. Огонь, огонь отрезает нам путь назад. Надо отступать. Holy. Давление в рукавах слишком низкое. Быстро бегом на нижние этажи. Эй, Игорь, возьми себя в руки. Сосредоточься. Пробираемся через забор и спускаемся в канализацию. Верно? Настоящая спецоперация. Das kann schon schief gehen, ja. Ich habe, by the way, einen deutschen Untertitel am Start, Leute, und aber die Leute reden auf Russisch. Ich dachte, das wäre ein besseres Feeling für uns alle. Давай без геройства на этот раз. Ich hoffe, ihr findet das хорошо, cool. Я же не солдат. Gut, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nach der Katastrophe oder noch vor der Katastrophe hier ist.
Obwohl, ich glaube, das ist schon nach der Katastrophe, würde ich sagen. Aber es sieht alles noch irgendwie so unbeschadet aus, finde ich. Vielleicht ist es echt noch vor der Katastrophe, man weiß es nicht. Okay, wir müssen mit Anton ein bisschen quatschen. Ладно, Игорь. Dame вперед. Ladies first. Ihn anschreien. Sei höflich. Wir sollten hier ernst bleiben. Ein wenig Humor will uns kaum umbringen. Okay. F bestätigen, verstehe. Давай, вперед и к звездам. Okay, es gibt auch ein bisschen Interaktionsmöglichkeiten, wie ich sehe. Also man kann auswählen, ob man aggressiv antworten will oder ob man halt ein bisschen... Shit. Черт. Найди вход в канализацию. Встретимся там. Wir treffen uns dort, okay. Нет здесь никого, я же говорил. Грузовик, который мы обнаружили. Его еще проверяют, надо оцепить периметр. Okay. Wir müssen jetzt in die Kanalisation, oder was? Okay, verstehe. Ich bleib im Schatten. Geht ja auch irgendwie eine Taschenlampe an oder so? Geht doch bestimmt irgendwie eine Taschenlampe an, ey. Aber gut, das wird uns wahrscheinlich alles noch im Laufe des Tutorials, das ist glaube ich ein Tutorial, noch im Laufe des Tutorials ein bisschen erklärt, aber die Ziele sind auf deinem Kompass markiert. Verwenden es, um durch die Umgebung zu navigieren. Aha. Aha, ich verstehe. Oben ist unser Ziel 140 Meter entfernt. Ich verstehe. Shift kann man rennen. Verstehe. Springen kann man auch. Perfekt. Ah, fängt schon mal gut an, finde ich. Gute Atmosphäre. Drücke, um sich zu ducken und zu schleichen. Okay. Gut, wie kommt man jetzt am besten vorbei, ne? Ohne entdeckt zu werden. Müssen wir jetzt echt von Balken zu Balken? Drücke Q und E. Я же говорил, да уж, легкая работа, сторожить хрен знает что у черта на рогах. Никто не выкупит, что мы напились. То, что надо. И не говори. Okay, das war knapp gerade. Ich hasse, ich meine, die Leute, die mich schon ein bisschen länger kennen, die wissen, ich hasse Schleichmissionen. Das ist echt nicht meins und ich mag die wirklich nicht. Ich überlege gerade, kann man nicht rechts am Zug entlang? Ist das nicht ein bisschen klüger? Kommt man hier unten durch? Oh, der hat uns fast gespottet hier, ne? Aber hier kommt man anscheinend auch nicht lang. Wir müssen echt da durch, oder was? Ah, hier hoch kann man tatsächlich. Oh, unter. Ja, ich glaube, so sieht uns keiner, wenn wir hier hoch lang. Okay, man kann nicht, man darf nicht. Okay, das ist interessant. Man darf nicht da durch, weil es sonst wahrscheinlich zu einfach wäre. Oh Gott, ich hasse so Schleichmissionen, ne? Baby. Wir wollen doch nur da durch. Okay, ich will die Stimme nicht kaputt machen mit meinem blöden Gesinge. Ja, irgendwie muss man doch da vorbeikommen, ohne dass man da gesehen wird. Da guckt halt. Der Typ hat halt echt so gerade so einen rechten Winkel. Der sieht uns halt direkt. Oh fuck, wie kommt man denn jetzt da rüber am besten? Muss man. Ah, der bewegt sich auch. Der bewegt sich auch ein bisschen. Oh mein Gott, war das knapp. Ich glaube, wir können hier ein bisschen entlang schleichen. Und dann jetzt, wenn der sich bewegt, quasi mitgehen. Oh, Baby. Und dann hier hinter den Zug, oder was? Erstmal. Okay, das hat geklappt. Ja, können wir auch unten durch, ne? Das macht ja nichts. Glaube ich zumindest. Ah, ich bin mir nicht sicher, Leute. Ich glaube, es ist eine anstrengende Mission, gerade für den Einstieg hier. Ja, okay, ich komme. Oh, Jungs, schön, dass ihr da seid wieder. War ohne euch ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Nicht so geil ohne euch gerade. Vor allem, wieso konnte ich nicht mit ihnen mitgehen? Die hatten ja anscheinend viel leichteren Weg. Naja, egal. Hast du mir was zu sagen, Anton? Bist du Anton? Ja, ne? Ja, Leute. Olivier. Da, спускаемся оттуда прямиком на станцию. Direkt zum Kraftwerk, okay. Muss ich das jetzt für euch öffnen? Ah, ich muss mit ihm reden. Возьми счетчик Гейгера и следи за уровнем радиации, хорошо? Öffne dein Inventar und statte den Umgebungsscanner aus. Okay, wir haben ein Inventar. Das ist wohl der
Umgebungsscanner. Equippen? 3, 6, да. Так себе, конечно. Но не катастрофа. Мы в безопасности. Больше нигде не безопасно. Oh shit. Okay, wir können gehen, oder? Ah, es sieht optisch schon mal gut aus, Leute. Wirklich. Kann man nicht sagen. Also ich finde das echt cool. Ich fühle mich hier echt... Я иду первым. Антон, прикрой меня. Так точно, diese Welt rein teleportiert irgendwie. Okay. Ich muss mit, oder was? So muss ich hier warten? Oh mein Gott, die gehen einfach da rein, ne? Na, gehen wir auch mit, komm. Und los geht's, Igor. Los geht's, Igor, komm. Super. Wir müssen immer noch leise sein. Das ganze Gebiet wird hier bewacht. Okay, wir haben den Parameter im Blick. Drücke V, um die Taschenlampe einzuschalten. Aha. Aber es scheint schon hier in die Luft gegangen zu sein. Да. Нужно только немного чернобылита. Минерал, который хранится в баске радиоактивном помещении реактора. А еще его хранит половина армии Норд. Конечно, нет проблем, Игорь. Может, прибавку сделаешь, а? Ничего далеко отзвать. Радиация слишком большая, бросайте. Спасайте сами. Alter, was geschieht hier gerade? Boah, wir haben so Flashbacks oder was ist das? Träumt er das nur? Ist er im Koma und träumt das oder keine Ahnung? Das sind so Flashbacks irgendwie. Oder vielleicht wird uns so nach und nach halt erklärt, wie das hier alles passiert ist wahrscheinlich, ne? Kann auch gut sein. Man weiß es nicht, Leute. Lassen wir uns einfach überraschen. А я позабочусь о втором. Оливер, да я это сделаю. Ладно, дело твое. Я тебя прикрою. Okay, bekomme ich jetzt... Tränen im Regen. Bekomme ich jetzt eine Waffe oder was? Welche muss ich nehmen? Den linken? Hä? Was muss ich denn drücken dann? Ich habe nicht mal eine Waffe, Jungs. Ты уверен, что не рванет? Да откуда мне знать? F für Nahkampf. Ist er bereit? Er geht ran. Okay. Hä? Okay, F für Nahkampf. Da geht nichts mit F. Muss ich mein... Leute, was muss ich machen? Ich glaube, ich muss den entfernen, oder? F, Nahkampf? Ich habe keinen Nahkampf. Es geht nicht mit F. Hä? Muss ich mich erst sehen lassen, oder was? Das war doch nicht F, das war linke Maustaste. Was labert der denn? Ich mache hier die ganze Zeit F. Oh shit, aber den haben wir gut gemacht. Gut, eigentlich hat uns der Kollege schon gesehen dort irgendwie. War mehr komisch. Kann man den looten? Ja, geh weiter. Es gibt auf jeden Fall Erfahrungspunkte, wenn man Gegner ausschaltet. Ach, mit links ist Nahkampf. Warum F? Oh, ich kann scannen. Verstehe. Ich kann ja auch switchen, glaube ich, auf meinem Gerät. So, muss ich mit ihm talken? Oder muss ich einfach weiter rein, oder was? Oh, hier ist noch einer. Nee, das ist mein Kollege, oder nicht? Punkt управления реактором. Ja, klar. Давно не виделись. Последний раз я тут был, когда плавился реактор 4-го блока. И... Эй, в этот раз давай безъядерная катастрофа, хорошо? Хорошо, Игорь. Какой у нас план? Выломать терминал и проверить. Работает ли кнопка AZ5? Окей, verstehe. Игорь, не трать время. Разберись с этой чертовой кнопкой AZ5. Окей, müssen den AZ5-Knopf überprüfen, ob der funktioniert. Das wird wohl der sein, ne? Und ich glaube, dann passiert die Katastrophe, so viel ich weiß, oder?
Ist das richtig? Игорь, не надо. Что? Почему, Татьяна? Что-то не так. Ты с кем разговариваешь? Ich habe Tatjana gehört, drück den Knopf, finde eine Ausrede. Ich glaube, wir können ehrlich sein. Ты их не слышишь? Они же давно мертвы. Ach, sie ist tot. Но они разговаривают со мной. Okay. Что ты, черт подери, несешь? Ты в порядке? Пожалуйста, пожалуйста, не надо. О боже, я не могу сделать это. Я просто не могу. Не могу. Поступай, как знаешь. Ладно, Антон, пойдем. Вперед, в помещение реактора. Okay, verstehe. Wir durften einfach Nein sagen. Das ist interessant. Dann gehen wir jetzt... Ach, what the fuck? Also okay, unsere Frau ist anscheinend gestorben. Wahrscheinlich im letzten Unfall oder was? Ich weiß es nicht. Erfahren wir wahrscheinlich noch. Aber schon ganz schön spannend hier, wie ich finde. Ich frage mich aber immer noch, was unsere Mission ist hier. Hier einbrechen und was prüfen? Oder was machen wir hier? Ach du Scheiße. Oh. Черт, нужно было тебе нажать на ту кнопку. Что с радиацией? Ничего, по нулям. Все будет хорошо. Als ob hier keine Strahlung ist. Der Kern ist doch hier offen. Was mit denen? Oh. Die kann ich nicht aufnehmen, weil mir irgendwas fehlt. Scheiße, ey. Oh mein Gott, Baby, Mann. Heilige Scheiße. Muss ich irgendwas mitmachen, Leute? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist alles hier vergiftet, ne? Also verstrahlt, das darf man gar nicht anfassen, theoretisch. Ich glaube, unser Gerät ist kaputt. Hat er was zu sagen? Ne, okay. Aber ich habe eine Zielanzeige oben, man muss da irgendwo hin. An den Kern selbst oder was? Pick up, okay, ich muss das aufpicken. Also aufnehmen. Und dann sterben wir oder was? Он такой холодный. Ты уверен, что радиация низкая? Боишься, что хвостик вырастет? Да нет, все в норме. Так как оно работает? Это твое устройство. Это устройство создает трансцендент-биакционное отображение пространственно-временного континуума. Асимптотическая проекция множеств Калабияу модифицируется в антидеоситеровом пространстве. Короче говоря, порождает мост Хокинга. Что? Искривляет пространство и время. И требует невероятного количества энергии, а чернобылит — ее бесконечный источник. Говоришь, как суперзлодей. Эта технология поможет мне найти ее. Мою невесту, она пропала здесь, в Чернобыле, 30 лет назад. Да, полная пизда. У нас совсем нет времени на помощь. О боже! Оливер! На помощь! What the fuck? Was geschieht hier gerade? Lebt er noch? Ja, lebt noch, okay. What the fuck? Wieso kennt er die auch? Was ist hier passiert? Was geschieht hier gerade? Oliver, черт, где ты? What the fuck, wo bin ich? Oh, hier ruckelt's aber hart, Mann. Was ist hier los? Okay, geht wieder. Obwohl, nee. Зима была такой долгой, холодной и темной. Мурманск. Я ненавидела этот город. Мне было там так одиноко. Эти долгие-долгие часы и дни разлуки. Так далеко от тебя. Сейчас легко вспоминать, как я пережила ее. Okay, wir scheinen ja in einer... Ich weiß nicht, was genau, in einer Zwischenwelt zu sein, oder was ist das? Ey, Jungs und Mädels, ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht, ne? Ich habe gar keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Aber ich würde sagen, Leute, das war mal das Intro von diesem Game. Das kleine Tutorial.
Und wir werden ja nächstes Mal weitermachen, Leute, in der zweiten Folge, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr seid noch gespannt, was hier passiert und was hier abgeht. Ich habe gerade, ich check hier gerade gar nichts mehr. Gut, Leute, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Dann geht's hier weiter bei Chernobyl Light. Haut rein. So, Leute, das war die erste Folge von Chernobyl Light. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Könnt gerne in die Kommentare ballen, wie ihr das Spiel schon mal findet, die ersten Eindrücke. Ich find's ziemlich geil gerade. Ich hoffe, es geht so geil weiter. Und wir sind gespannt, würde ich sagen. Bis dann, euer Luzi, euch einen schönen Abend. Ciao.